So, willkommen zurück zu Alien Trilogy. Das Mal sind wir in irgendwelchen Lagerhallen rumgegeiert und jetzt versuchen wir einfach mal weiterzukommen. Ja, das ganze Areal hier ist der ideale Nistplatz für die Xenomorphen, also die Aliens. Und oh, ein Königinnennest dürfte dann wohl in der Nähe sein, hier in diesen äußeren Bereichen. Sehr angenehm. Ja, die haben synthetische, also na, Bishops quasi haben sie hier fallen lassen, um die Kolonisten zu beschützen. Aber naja, da jetzt alle infiziert sind, bewachen die synthetischen die Kolonisten immer noch. Also gibt es wohl jetzt nämlich an neue Gegnertypen. Gut, dass wir das Pulse Rifle gefunden haben. Wie heißt denn das eigentlich in der deutschen Version? Pulsgewehr vielleicht? Nehmen wir es einfach Pulsgewehr. Macht auf jeden Fall tierisch viel Sinn. Okay, wir starten und let's go. Halt! Ah ja, genau. Danach geht's ins Nest. Uncool. Aber, naja, vielleicht ist doch cool. Wir werden sehen. 99 Schuss mit der Shotgun. Ach, da geht schon mal gut los. Ja, moin. Ja. Fry oder die? Burn, baby. Oh, halt! Feind! Nein heißt nein. Ups, da ich irgendwas. Ach, man darf die Rohre nicht anschießen, sonst kommt der ganze Schnodder da raus. Na, alles klar. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Weiß man da gerade was in den Hintern? Ja, jein und nein. Das ist A, ja und B, nein. Alles klar. Boah, da geht's aber richtig rund hier, ne? Und ich muss sagen, ja, man gewöhnt sich tatsächlich an die Steuerung. Die ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Na, springt der doch runter irgendwann in dem Leben oder? Huch, Frage beantwortet. Leider. Ja, man gewöhnt sich dran und dann macht das tatsächlich ganz schön Spaß, muss ich sagen. Aber das ist ja meistens so bei den alten Spielen. Man muss erstmal reinkommen. So, bitte mal eliminiert. Ich weiß nicht, ob was schlüpft, aber ich lasse es am besten gar nicht mal drauf ankommen. Das ist aber schon relativ nah dran. Ist das noch eine Armlänge? Oder sind das 1,5 Meter? Nicht, dass ich mich hier noch infiziere. Und das ist tatsächlich was, womit man sich nicht identifizieren möchte. Und jeder andere Schwachsinn, der gerade grassiert. Die Geisteskrankheit. Muss man doch auch mal so sagen. Ne? Die ganzen Geisteskranken fallen ja auf jeden Müll rein, den man hier erzählt. Jedes Jahr aufs Neue. Immer im Januar, Februar so. Dann gibt es neue Krätze. Da muss man ganz doll aufpassen. So. Hört noch? So. Zumindest meine 5 Minuten Sozialkritik habe ich jetzt auch wieder untergebracht. 5 Minuten, 5 Sekunden. Halt, stopp! Na gut, natürlich hat man da nicht die Originalsprecherin genommen, denn die klingt ein bisschen anders. Ach so, klar. Es ist schön warm. Und nicht da, wo es warm ist, da will natürlich die Königin sich mal ein bisschen niederlassen. Ist ja klar, weil die mag es gern warm und am Hintern, während sie brütet. Na, kommen wir da hin, kommen wir da nicht hin? Wird sich zeigen. Dermpatch, ja. Ich habe auch jetzt fast immer volle Energie, beziehungsweise übervolle Energie. Vielleicht wäre tatsächlich eine höhere Schwierigkeitsstufe sinnvoller gewesen. Komme ich da wieder hoch? Ja, tue ich. Soll ich hier wirklich schon lang gehen? Eigentlich nicht, ne? Oh oh, da kommen einige. Dann muss es sein. Wobei so im Nahkampf natürlich die andere Variante Shotgun eigentlich besser wäre, aber jetzt ist schon zu spät. Jetzt ist es zu spät. Dann müssen wir ja da jetzt einfach durch und gut ist. So. Ja, da habe ich ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht. Passiert. Im Eifer des Gefechts schon mal. Egal, ich muss jetzt trotzdem durch. Auch wenn ich kein Arzt bin. Wobei, kann man ja schon studieren. Ach, das sind die synthetischen, okay. Da würde ich sagen, legen wir voll an. Boah, die halten aber was aus, oder?
Sind die vielleicht ein bisschen krass, die Kollegen? Ja, ich würde schon sagen. Und lass noch nicht mal Munition fallen, die faulen. Ja, die geizigen, würde ich mal sagen. Faul sind sie nicht, eher geizig. Das ist ja wieder so ein Derm-Patch. Flasch da quasi. So. Dann wollen wir doch mal. Ja, zumindest stimmt der Flächenschaden. Das ist so eine intelligente Idee, sich ins Eck zu stellen, während man die abschießt. Wenn man es rausspringt, springst du direkt ins Gesicht, mit dem Rücken zur Wand. Nicht so clever. So, halt! Ein Schuss, zwei Schuss, Feierabend. Batterie, also hat sich doch wieder gelohnt, sehr gut. Und wieder ein Derm-Patch. Ja, vielleicht hätte man von hier dann ein paar Granaten werfen können, aber naja. Hallo, bitte mal durchlassen. Das ist ja wirklich zu vernachlässigen. Ah ja, weil wir Panzerung haben vielleicht. Oh oh. Nee, mit der Pistole gehen wir nicht auf den Kollegen los. Was ich mal versuchen könnte, ist Bömpchen. Na? Also er hat es auf jeden Fall... Ist er tot? Oder soll man den Flammenwerfern... Wie ist er denn? Habe ich ihn durch die Wand geprügelt mit der Granate hier? Und das ist ja keine Granate, ist ja ein seismisches irgendwas. Kann es sein, dass der in der Wand hängt? Oder spinne ich? Oder spinne ich? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Was passiert ist? Keine Ahnung. Aber dafür haben wir wahrscheinlich eine Batterie benutzt. Jetzt möchte ich gerade mal an so einen... hier schießen. Das sieht ja so aus, als ob man da was machen kann. Gut, kann man natürlich nicht. So, irgendwas... Ach hier, das ist eine Tür. Oder wie? Aktiviert haben wir es ja, aber... Vielleicht ein Bömpchen. Ah ja, okay. Ups. Nicht so gut. Ja, dann hat wirklich ein von diesen Granätchen von den seismischen Charges, Seismic Charges hat ausgereicht, um einen synthetischen Platz zu machen, finde ich gut. Shotgun, Flamethrower Fuel, ja, mittlerweile alles nutzbar und zum Glück auch reichlich vorhanden. Oh, oder auch nicht. Was ist denn jetzt? Na du? Was haben wir davon? Ah, okay. Nee, das ist ein Fall für die Shotgun auf den Meter entfernen. Oh, da war auf der anderen Seite noch einer. Nicht gut. Lass mich durch. Oder die Wache bekommt dich. So, tschüss. Hm. Noch ein Charge. Finde ich gut, aber Panzerung hätte ich gerne jetzt mal so langsam und nicht diese Lebensenergie. Ja, offensichtlich war es das. Lift aktiviert, wir können wieder raus. Stimmt, rennen kann man ja auch, aber... Moment, hier kommt man raus. Stay clear. Nein. Ah ja, okay. Ja, wenn sie seitlich laufen, dann trifft man als nicht mit der vollen Ladung, offenbar... Spielt das tatsächlich eine Rolle? Achso, ein von denen hat es schon verrissen. Finde ich gut. Pulse Rifle Clip. Wie viel haben wir denn? 400? 600 ist Max. Deswegen bleiben wir bei der Shotgun. Batterie haben wir keine bisher gebraucht. Aber wir haben, glaube ich, zwei, oder? Wie viele Batterien haben wir? Eine. Ja, das reicht aber auch erstmal. Und so viel mehr Mappe ist gar nicht da, wie ich hier sehe. Noch dann nach rechts und dann ganz runter und dann sind wir durch. Ja. Und was hoffe ich, dass... Ja, synthetische gibt es ja noch. Ach so, ja, na gut, dann komm halt auch noch mit dazu. Wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Oh, you got. Ja, ist es. Verdammt. Wieso halten sie so viel aus? Oder mache ich irgendwie einen Fehler? Ich habe 64 Schuss, reicht.
Junge, Junge, nicht in die Feuergeschichte. Aber man hat gesehen, die haben auch Schaden genommen. Die Gegner. Sind die ein bisschen stärker vielleicht, weil hier die Queen ums Eck sitzt und die sind so ein bisschen böse. Sollen wir da hin? Eigentlich schon, ne? Ich nehme auf jeden Fall die ab. Kann sein, dass der Boden ein bisschen heiß ist. Hm, das gibt wirklich heiße Pfoten. Das wollen wir nicht nochmal. Was gibt's da? Bisschen. Oh, dicke Panzerung. Acid West. Die nehme ich dann doch gerne an. Dann nehme ich schon mal in Kauf, dass ich ein bisschen Schaden nehme. Also wenn ich hier runterfalle, ist dann Feierabend. Oder was ist unter mir? Keine Ahnung. Ah, super Timing. Fällt auf. 1, 2, 3, 4 und go. Ach ja. Jetzt mal sehen, ob das wirklich so war, wie ich mir das gedacht habe. Ja, also eine Explosion und der ist weg. Okay. Finde ich gut. Dass er sogar Rückstoß, wenn ich mit der Pumpgun schieße. Ist das hier wieder ein Aufstecken? Ist es nicht. Aber die Reichweite von dem Ding ist halt echt ein bisschen merkwürdig. Einfach eine Granate. Wir haben 10 Stück. Ach, jetzt werfen wir Granaten. Okay. Ah, ich verstehe. Und was ist das für eine Waffe? Die hätte ich gerne. Muss ich doch nochmal auf die andere Seite, bevor ich hier rausgehe. So, wieder eine Timing-Geschichte und ja, da brauchen wir aber auch ein bisschen Geduld. Pulse Rifle. Naja, 600 Schuss ist okay. Ach komm, wir rennen jetzt einfach durch. Wir müssen es ja nicht unbedingt forcieren, aber kriegen wir schon hin. Wurscht. Panzerung, wird ein bisschen angekokelt. Oh, das sieht nach Nest aus, ne? Hier ist alles so ein bisschen zugewuchert. Ganz kleines bisschen zugebohrt ist es, ja. Halt! Feind! Aber danach müssen wir doch bestimmt noch einen Bonus bekommen, oder? Ich meine, so gut wie wir uns anstellen. Leider gibt auch der Motion Sensor, Motion Tracker nicht diesen typischen Sound. Ja gut, wahrscheinlich poppt es jetzt ein bisschen. Dieses Standardgeräusch, nicht Standard, sondern. Oh! Dieses typische Geräusch. Da könnte ich eigentlich runter. Und ich nehme auch mal an, dass man da nicht in eine Sackgasse fällt und dann nie wieder rauskommt, weil das wäre ein bisschen komisch. Oh, sehr gut. Seismic Charges, Medkit. Lift aktiviert. Okay, okay. Viel mehr ist nicht. Ein Raum noch und ein wahrscheinlich Geheimraum oder so. Ah, ja. Weg mit dir. Okidoki. Na, wahrscheinlich öffnet sich dann eigentlich das da hinten, oder muss ich da wieder was draufwerfen? Irgendwas passiert jetzt auf jeden Fall. Ach, darunter können wir auch noch. Hoffe ich. Door activated. Ja, aber welche? Okay, es war doch die. Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Krass. Das war tatsächlich ein tödlicher falscher Fehler. Das finde ich ja gemein. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das Ganze jetzt nochmal sozusagen offscreen. Dann spiele ich den Level einfach nochmal und ja, wir sehen uns dann im entweder nächsten Level oder wenn es vielleicht ein Bonus-Level gibt, wenn man sich gut angestellt hätte. Ich mache einfach alles nochmal. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber ja, ich wusste gar nicht, dass es da tatsächlich todbringende Fallen gibt. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oder soll ich es nochmal versuchen, weiß jetzt ja, wo es lang geht.
Das hat man aber alles schon gesehen. Ich würde sagen, da machen wir einfach Nägel mit Köpfen. Genau. Dann, wie gesagt, mache ich das gleich nochmal off-screen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann in den, ja, ins Nest geht. Es wurde, war die Rede von einem Königinnennest. Und da sieht man sich dann wieder. Ja, damit sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. War ein bisschen ungünstig. Aber naja. Ciao, ciao.